Es war ein normaler Tag im Immobiliengeschäft. Sie kam nie bei der Hausbesichtigung an. Meine Mutter war einfach verschwunden. Wer hatte sie entführt und warum? Jeder war verdächtig und von Interesse. Es gab ein Codewort, das man in Notfällen als Textnachricht verschicken konnte. In dem Moment begann ein Albtraum. Meine Mutter wusste nicht, dass man sie belogen hatte. Dann ging alles ganz schnell. Ich dachte nur, halt, stopp, was ist los? Dann kamen die Textnachrichten von meiner Mutter. Beim Lesen wandelte sich mein Gefühl von Erleichterung zu Entsetzen. Eine junge Frau wird vermisst, nachdem sie mit einem Fremden mitging. Per SMS rief sie um Hilfe. Das ist ihre schreckliche Entführung. Hier wurde die nackte Leiche der Vermissten entdeckt. Die Frau überlebte wie durch ein Wunder. Unschuldige Frauen werden immer häufiger Opfer von Gewalt, Entführung und Mord. Dieser Mord erschüttert tausende Frauen. Dies führte zu einer globalen Online-Bewegung von Frauen, die ihre Ängste teilen. Sie vereinen sich unter dem Hashtag TextMeWhenYouGetHome, ein Satz, der Frauen nur allzu vertraut ist. Wenn ich an meine Mutter denke, denke ich an Akzeptanz und Liebe. Ich bin Beverly Carters Sohn, der älteste von drei Jungs. Meine Mutter bekam mich mit 16. Wir wuchsen also quasi zusammen auf. Wir standen uns sehr nah. Meine Mutter war sehr sanft, nett und liebenswert. Hallo, ich bin zu Hause angekommen und hatte ein wunderschönes Geschenk in der Post. Ich liebe es. Ich habe auch deine Karte bekommen. Du bist so süß. Ich liebe dich über alles. Aber sie war auch ziemlich tough. Als Mutter von drei Jungs ließ sie uns absolut nichts durchgehen. Mein Vater ging arbeiten, meine Mutter kümmerte sich um den Haushalt, und zwar vorbildlich. Sie war eine meiner besten Freundinnen, ein Engel als Schwiegermutter. Wir gingen gern zusammen shoppen. Da wir beide unglücklich mit unserem Gewicht waren, probierten wir gemeinsam Diäten aus und motivierten uns gegenseitig. Beverly und ich schrieben uns auch viel. Sie antwortete meist sofort, vor allem bei Familienmitgliedern. Ihr neuer Job hatte wirklich etwas Gutes. Sie lebte in einer kleinen Gemeinde. Das macht das Leben weniger vielfältig. Das Schöne an ihrer Tätigkeit als Immobilienmaklerin war, dass sie ihr ermöglichte, Menschen aus allen Lebensbereichen zu treffen und ihnen behilflich zu sein. Beverly und ich haben 8 bis 10 Jahre zusammengearbeitet. Sie war immer positiv eingestellt, auch wenn es mal nicht so gut lief. Sie sah immer den Silberstreifen am Horizont. Sie hatte einfach Ausstrahlung. Hatte man sie einmal getroffen, vergaß man sie nicht mehr. Sie hatte eine starke Persönlichkeit. Man fühlte sich, als wäre man schon ewig befreundet. Beverly war sehr erfolgreich. Sie arbeitete hart dafür. Sie war abends die Letzte und morgens die Erste im Büro.
Zwischenzeitlich zählte meine Mutter zu den 10 besten Maklern in ganz Arkansas. Sie ließ den Verkaufsprozess spielerisch leicht aussehen. Sie fuhr einen Cadillac und war immer perfekt angezogen. Sie trug immer Schmuck, ihre Frisur saß perfekt und sie duftete wunderbar. Sie trug immer dasselbe Parfum. Sie sah aus, als wäre sie reich. Ich glaube, sie durchlebte ein neues Erwachen in ihren 50ern. Sie war tough und ein bisschen frech. Es war schön, sie so zu sehen. Es war ein normaler Tag im Immobiliengeschäft. Meine Mutter war morgens im Büro gewesen. Dann war sie mit einem Geschäftspartner zum Mittagessen gegangen. Sie war glücklich. Sie hatte $50 im Lotto gewonnen. Sie schrieb meinem Vater und ließ ihn wissen, was für den Rest des Tages geplant war. Um 6 Uhr abends wollte sie Käufern von außerhalb eine Immobilie zeigen. Im Anschluss wollte sie Essen vom Lieblingsmexikaner meiner Eltern holen und mit nach Hause bringen. Als Immobilienmaklerin arbeitet man oft länger. Man holt Essen und ist dann mit der Familie zu Hause. Das war ganz oft so. Man bringt einen Hauskauf oder Verkauf nicht mit Gefahren in Verbindung, selbst wenn sie offensichtlich sind. Schließlich trifft man fremde Menschen in leerstehenden Gebäuden. Meine Mutter war ein selbsternannter Angsthase. Sie nahm ihre Sicherheit sehr ernst. Sie ließ meinen Vater immer wissen, wo sie war. Wenn sie Kunden ein Objekt zeigte, ließ sie ihre Handtasche im Auto, wo ihr Geld und ihre Ausweisdokumente sicher waren. Wir lagen im Bett. Karl und ich sahen zusammen fern. Sein Vater rief an und sagte, ich habe nichts von deiner Mutter gehört. Karl antwortete, Dad, sie zeigt doch Kunden ein Haus. Bestimmt macht sie noch den Vertrag fertig. Alles ist gut. Sie reagierte weder auf seine Nachrichten noch auf seine Anrufe. Da war es so etwa 8:30. Noch nicht so spät in Anbetracht ihrer turbulenten Maklertätigkeit. Ich dachte, sie hätte einfach noch auf Arbeit zu tun. Aber je länger ich mit meinem Vater sprach und seinen sorgenvollen Ton hörte, desto mehr wurde mir klar, dass ich etwas unternehmen musste, um ihn zu beruhigen. Ich schlug ihm vor, dass ich ins Büro meiner Mutter fahren würde. Er sollte zu dem Objekt fahren, das sie den Kunden zeigte. Dann würden wir sehen, wo meine Mutter war und alle wären beruhigt. Als wir das Büro meiner Mutter erreichten, war alles dunkel und leer. Niemand war dort. Ich schrieb ihrem Makler und ihrer Assistentin. Sie hatten nichts von ihr gehört. Ich dachte mir, die Kunden hätten vielleicht Freunde und Verwandte zur Besichtigung mitgebracht. Vielleicht schrieb meine Mutter gerade ein Angebot. Aber dann rief mein Vater an. Als mein Vater beim Haus ankam, stand die Tür weit offen. Er suchte nach einer Spur meiner Mutter, fand aber nichts. Aber in der Einfahrt stand das Auto meiner Mutter. Irgendetwas war hier seltsam.
Es war, als wäre meine Mutter einfach verschwunden. Es war surreal. Hatte sie sich verletzt und konnte nicht ans Handy gehen? Hatte sie es nicht bei sich und war noch bei der Arbeit? Die schriftliche Kommunikation mit meiner Mutter war aufgrund ihrer Arbeit manchmal schwierig. Es kam vor, dass ich ihr schrieb und sie ein, zwei Stunden nicht antwortete. Aber sie meldete sich immer sofort, sobald sie die Nachricht sah. Als wir meine Mutter nicht in ihrem Büro angetroffen hatten und mein Vater ihr Auto vor der Immobilie fand, riet ich ihm, die Polizei zu rufen. Als ich ankam, waren bereits einige Beamte bei der Familie. Ich sah mich im Haus um und sah, dass es leer stand. Aber ich sah auch, dass jemand dort gewesen war. Ich fand Spuren im Staub. Niemand war im Haus umhergelaufen. Dann gingen wir nach draußen. Dort entdeckte ich Reifenspuren, die zur Haustür führten. Außerdem fanden wir Beverly Carters Auto, in dem ihre Handtasche und ihr Notizbuch lagen. Da dachte ich, ihr muss etwas zugestoßen sein, denn keine Frau würde ohne ihre Handtasche losgehen. Es schien unwahrscheinlich, dass sie noch bei der Arbeit war, ohne ihr Auto oder ihre Handtasche. Mein Gehirn weigerte sich zu denken, dass ihr etwas Schlimmes passiert war. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass meine Mutter, eine wunderbare Großmutter, Opfer eines Verbrechens geworden war, dass jemand sie entführt hatte. Ich versuchte, sie von meinem und vom Handy meines Vaters anzurufen. Meistens ist der Entführer ein Bekannter. Darum suchen wir in diesen Fällen zuerst im Bekanntenkreis. Man kennt das aus Funk und Fernsehen. Wenn bei Paaren, die lange verheiratet sind, jemand verschwindet, ist der Ehepartner der Hauptverdächtige. Man befragt zuerst die Person, die dem Opfer am nächsten steht, also den Ehepartner. Mein Vater lief durchs Haus und rief nach meiner Mutter, selbst auf dem Dachboden, um sicherzustellen, dass sie nicht irgendwo verletzt lag. Er fand sie nicht. Wir fanden heraus, dass Carl Carter im Haus gewesen war. Er hatte den Tatort kontaminiert. Sie stellten meinem Vater viele Fragen. Er hatte sich in seinen Truck gesetzt. Ich wollte sie überzeugen, dass er ein guter Kerl war. Er hatte nichts damit zu tun, aber sie machten nur ihre Arbeit. Sie kannten ihn nicht und mich auch nicht. Also drehten sie jeden Stein um. Ein Zeuge hatte ein dunkles Auto im Rückwärtsgang durch die Einfahrt zum Haus fahren sehen. Ein weißer Mann am Steuer. Ein Nachbar erzählte der Polizei, dass er ein schwarzes Auto gesehen hatte. Aber es gab kein Anzeichen für ein Verbrechen. Wo war sie? Je später es wurde, desto sicherer schien es, dass meine Mutter in Schwierigkeiten steckte. Sie reagierte auf keine unserer Nachrichten.
Im Wagen lag das Notizbuch, das sie für die Arbeit benutzte. Es lag aufgeschlagen da, durchs Fenster sichtbar. Jeder war verdächtig und von Interesse. Wir suchten nach Beweisen. Es war nach Mitternacht, 6 Stunden nach dem Besichtigungstermin. Wir machten uns alle große Sorgen. Plötzlich erhielt mein Vater Textnachrichten von meiner Mutter. Er rief uns herbei. Wir rannten zu ihm. Wir waren alle aufgeregt und erleichtert. Die Gefühle überwältigten mich. Meiner Mutter ging es gut. Sie schrieb mit meinem Vater. Ich war erleichtert, dass alles vorbei war. Aber dann wandelte sich beim Lesen unser Gefühl von Erleichterung zu Entsetzen. In den Nachrichten standen Sätze, die man erwartet hätte. Entschuldigungen. Die Erklärung, dass das Telefon ausgeschaltet gewesen sei. Dann kam die dritte Nachricht. Darin stand, sie sei etwas trinken in einer Bar. Das passte gar nicht zu ihr. Es war absolut uncharakteristisch. Sie ging früh ins Bett und trank nie Alkohol, sondern am liebsten Schokomilch. Ich bin mit Freunden etwas trinken. Mein Herz setzte aus. Das war sie nicht. Ganz sicher nicht. Niemand kannte sie besser als ihre Familie. Wenn sie sagten, dass sie nicht alleine etwas trinken gehen würde, mussten wir das ernst nehmen. Wir wussten sofort, als die Nachricht kam, dass meine Mutter entführt worden war. Und ihr Entführer war so dreist, in ihrem Namen Nachrichten zu schreiben. Als die Nachrichten uns erreichten, schien die Welt plötzlich groß und feindselig. Die Möglichkeiten, wo sie war und wer sie entführt hatte, schienen endlos. Bei jedem Anruf und jeder Nachricht wird ein Signal an einen Mobilfunkmast gesendet. Mit meinem Wagen fuhr ich die Positionsmitteilungen ab. Sie führten mich zu einer Stelle südlich von Little Rock. Das Telefon erhielt 3 Nachrichten von diesem Standort. Ich fuhr hin, es war im Pendlerparkplatz an der Autobahn, an dem sich Fahrgemeinschaften trafen. Dort wurde das Telefon ausgeschaltet. Wir wussten nur, dass sie verschwunden war. Am nächsten Morgen, wenige Stunden später, es war ein Freitag, war ich völlig verwirrt. Die Sonne war aufgegangen, aber meine Mutter war nicht da. Ich konnte es nicht glauben. So etwas war noch nie passiert. Mir war übel. Wir fuhren ins Büro. Dann begann der Albtraum. Wir befragten die Kollegen und sahen uns im Büro um. Es gab in der Firma ein Codewort, das man in Notfällen als Hilferuf verwenden konnte. Sollte uns ein Kunde komisch vorkommen, konnten wir im Büro anrufen und sagen, kannst du bitte den roten Hefter auf meinem Schreibtisch herbringen? Dann konnten wir die Adresse herausgeben. Das Codewort roter Hefter wurde meist per Textnachricht versandt.
Das war am unauffälligsten. Aber das ging auch übers Telefon. Je länger sowas dauert, desto schlechter sieht es aus. Aber man verliert nie die Hoffnung. Beverly glaubte auch immer an das Beste. Jeder, der nie bei einer Vermisstensuche dabei war, sollte dankbar sein. Es war das Schlimmste, was ich in meinem Leben durchgemacht habe. Entschuldigung. Man sucht nach Fingernägeln, nach Kreditkarten oder Kleiderfetzen. Wenn es jemanden betrifft, den man liebt, ist das furchtbar. Je mehr Zeit vergeht, desto geringer sind die Chancen. Je mehr Menschen mithelfen, desto besser. Ich behielt den Ehemann im Hinterkopf. Vielleicht hatte er jemanden engagiert. Wir mussten der Sache nachgehen. Es gab eine Lebensversicherung. Wir dachten, vielleicht hätte er es getan, um an das Geld zu kommen. In vielen Berufen hängt das Einkommen davon ab, wie viel man arbeitet. Es variiert. Manchmal war sie ein Rockstar, eine Topmaklerin. Dann trat sie wieder etwas kürzer und genoss die kostbaren Momente mit ihren Enkeln. Ich hatte meinen Schwiegervater nie wirklich im Verdacht. Aber ich wusste auch nicht, wer es sonst gewesen sein sollte. Beverly hatte ein Notizbuch, das sie überall hin mitnahm. Darin standen Namen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern. Die Namen waren erfunden. E-Mail-Adresse und Telefonnummer waren nur zum Schein eingerichtet. Meine Mutter wusste nicht, dass alles, was diese potenziellen Kunden ihr erzählt hatten, ihre Biografien, ihr Anliegen, gelogen war. Beverly Carters Wagen stand bis vor kurzem noch in der Einfahrt. Hier in Scott wurde sie zuletzt gesehen. Je länger es sich hinzog, desto mehr strengten wir uns an, sie zu finden, wegen der 24-Stunden-Regel. Es heißt, man soll eine vermisste Person innerhalb von 24 Stunden finden, sonst stehen ihre Chancen schlecht. Als die 24 Stunden abliefen, wuchs unsere Verzweiflung. Wir nutzten alle möglichen Medien, um sie zu finden. Wir verteilten Flugblätter mit dem Foto meiner Mutter und verschickten sie in ganz Central Arkansas. Wir teilten Social Media Posts mit dem Hashtag Find Beverly. Ich bot den Fernsehstationen meine Mithilfe an. Ich weiß, wie es ist, am Boden zu liegen und zu weinen, weil man keine Kraft mehr hat. Ich habe versucht, in den sozialen Medien so viele Menschen wie möglich zu animieren, nach meiner Mutter zu suchen.
Viele gute Menschen haben versucht zu helfen. An dem Punkt war es das Beste, was man tun konnte, denn wir wussten nicht, wo Beverly Carter war. Wir hielten an der Hoffnung fest. Wir hofften, sie zu finden. Für eine Scheinnummer braucht man eine echte Telefonnummer, die funktioniert. Mithilfe dieser Nummer fanden wir heraus, dass sie zu einer gewissen Crystal Lowry gehörte. So ging alles los. Wir fanden heraus, wo sie wohnte und fuhren hin, um das Haus zu beschatten. Als wir vorfuhren, kam ein Mann aus dem Haus. Sowohl sein Auto als auch er passten zur Zeugenaussage. Er sah uns und flüchtete. Wir verfolgten ihn. Dann baute er einen Unfall. Bevor die Untersuchung beendet war, stand er auf und floh aus dem Krankenhaus. Damit begann die Fahndung. Wir ermitteln im Entführungsfall von Miss Carter. Ihr Verbleib ist unklar. Dieser Mann hat mit ihrem Verschwinden zu tun. Er ist sehr gefährlich. Wir wussten, dass es einen Verdächtigen gab. Er war auf der Flucht. Wir haben davon gehört, aber wir wussten nicht, wie er darin verwickelt war. Er floh in ein Wohngebäude. Dann sprang er im zweiten Stock vom Balkon. Die Beamten warteten unten und verhafteten ihn. Er sagte, ich kann beweisen, dass sie lebt. Geben Sie mir mein Telefon. Ich gebe Ihnen, was Sie wollen, aber nur, wenn der Fall auf Bundesebene verhandelt wird. Er wollte einen Deal aushandeln und glaubte, dass er es im Bundesgefängnis besser haben würde als im Staatsgefängnis. Er sagte, ich kann beweisen, dass sie lebt, gebt mir mein Telefon. Eigentlich machen wir das nicht, aber dies waren besondere Umstände. Ich spiele Ihnen etwas vor. Dann hören Sie, dass es mir ernst ist. Ich habe ihr gesagt, das ist ihre letzte Chance. Carl, hier ist Beverly. Bitte wisse, dass es mir gut geht. Ich bin unverletzt. Tu, was er sagt. Ruf nicht die Polizei, sonst kann es böse enden. Ich liebe dich. Meine Mutter sagte meinem Vater, dass sie ihn liebte. Nach allem, was sie bei dieser Entführung durchgemacht hatte, wollte sie ihn unbedingt wissen lassen, dass sie ihn liebte. Wir wussten, dass er wusste, wo Mrs. Carter war. Wie lange haben wir? Wie lange überlebt man ohne Essen und Trinken? Crystal Lowry schlug einen Immobilienmakler vor. Sie suchten im Internet danach.
Beverly Carter war einfach die Erste, die sie fanden. Sie dachten, eine Maklerin hat sicher viel Geld. Also legten sie los. Sie kontaktierten sie mit einer gefälschten Mailadresse und riefen sie von der Scheinnummer aus an. Er hatte eigentlich nicht vor, seine Frau mitzunehmen. Es war eine bewusste Taktik dieser Verbrecher, eine Frau mit ins Spiel zu bringen, damit meine Mutter sich sicher fühlte. Nun wussten wir, dass Carl Carter nicht involviert war. Ich schreibe eine Belohnung aus. Lassen Sie sie bitte frei. Alles kam ins Rollen. Ich dachte nur, halt, stopp, was ist los? Wo ist sie? Er sagte, vielleicht lebt sie noch. Ich sage Ihnen, wo sie ist. Wir setzten ihn in einen Streifenwagen und fuhren mit ihm zu der genannten Adresse. Sie war nicht dort. Er spielte Schnitzeljagd mit uns. Sich was. Er schaute auf, sah mich an. Da wusste ich Bescheid. Um etwa 4 Uhr morgens wurden wir geweckt von einem Klopfen an der Tür. Ein lautes Klopfen. Wir fuhren zu Carl, bevor er etwas gehört hatte. Wir wollten nicht, dass er es von jemand anderem erfuhr. Er fragte, haben Sie sie gefunden? Sie kamen, um mir zu sagen, dass meine Mutter gefunden worden war. Ich dachte, das passiert nicht echt. Das ist nicht wahr. Das kann nicht sein. Ich bekam mitten in der Nacht einen Anruf von einem Beamten. Er sagte, sie hätten Beverly gefunden. Wir wollten nicht, dass Carl es aus den Medien erfuhr. Also fuhren wir zu ihm und klopften. Als er öffnete, kam auch sein Vater dazu. Eine ihrer Kolleginnen sagte mir, dass sie meine Mutter gefunden hätten. Ich antwortete, endlich, wo ist sie? Ich dachte, sie sagt, im Krankenhaus, und dass sie behandelt wird, es ihr aber gut geht. Aber sie entschuldigte sich bei mir und sagte, es tut mir leid, deine Mutter ist nicht mehr am Leben. Die
Die Leiche von Beverly Carter lag hinter einer Zementfabrik vergraben. Aaron Lewis wird des Mordes und der Entführung angeklagt. Die Ermittler fanden heraus, welche Telefonmasten von diesem Kerl genutzt worden waren und stellten eine Verbindung zu seinem früheren Arbeitgeber her. Dabei stießen sie auf die Zementfabrik. Sie durchsuchten das Gelände und fanden auf der Rückseite das flache Grab, das von diesen Verbrechern ausgehoben worden war. Es hätte niemanden überrascht, wenn meine Mutter niemals gefunden worden wäre. Ihre Handtasche lag ja noch im Wagen. Der Verbrecher hatte nicht daran gedacht. Wie sollte er ohne die Karten, die im Portemonnaie steckten, an den vermeintlichen Reichtum meiner Mutter kommen, an ihre Konten? Schon als er mit ihr losfuhr, war sein Plan gescheitert. Crystal Lowry sagte aus, Beverly Carter hätte ihre Gesichter gesehen. Und ihre Namen standen auf den Medikamenten im Badezimmer. Also brachten sie sie um. Aaron Lewis sperrte Beverly Carter wieder in den Kofferraum. Sie brachten sie erst zur Zementfabrik und dann ums Leben. Sie kannten sie nicht. Sie war Maklerin, aber nicht reich. Sie war nicht, was er sich erwartet hatte, um an Geld zu kommen. Die Beerdigung meiner Mutter war voll von Dingen, die sie liebte. Ein wunderschöner Gottesdienst für eine wunderbare Frau. Das passte mehr zu ihr und zu ihrem Leben als die vorhergehende Tragödie. Ich wünschte, sie hätte sehen können, wie sehr sie geliebt und respektiert wurde und wie betroffen die Menschen waren, dass ihr so etwas zugestoßen war. Ich würde sagen, das Immobiliengeschäft ist mehr oder weniger eine sichere Branche. Aber jeder Immobilienmakler kennt das Gefühl der Verletzlichkeit, das man allein in einem leerstehenden Haus spürt. Mit der Beverly Carter Stiftung möchten wir Menschen Sicherheit bieten, ihr Bewusstsein für derartige Risiken erhöhen und ihnen Mittel an die Hand geben, um ihre Geschäfte so sicher wie möglich abzuwickeln. Damit Immobilienmakler jeden Abend sicher zu ihren Familien zurückkehren können. Alle Frauen und auch Männer fühlen sich manchmal unsicher oder haben Angst. Meine Mutter und ich arbeiten zusammen als Maklerin. Wenn sie Kunden Häuser zeigt, freue ich mich immer, wenn sie mir schreibt, ich bin zurück im Büro. Es ist gut zu wissen, dass jemand, den man liebt, sicher ist und alles gut ging. Sie war ein Geschenk Gottes. Ich wünschte, ich hätte ihr gesagt, wie sehr ich sie mag. Sie wusste, dass ich sie liebte. Aber ich würde ihr gern sagen, wie sehr.
und dass ich jede Sekunde mit ihr genossen habe. Wir wissen, dass sie versucht hat, sich aus dem Kofferraum zu befreien. Und aus der Aussage der Frau des Entführers, die Wache stand, damit meine Mutter nicht entkam, wissen wir, dass sie zu Gott gebetet hat. Ich denke an diese unglaubliche Frau, die meine Mutter war, und stelle mir diese Notlage vor, die ich niemandem auf der Welt wünsche. Und ich weiß, dass ihre letzten Momente voller Liebe, Kampfgeist und Glauben waren. Was für eine tolle Frau. Desiree Turner, eine Teenagerin aus Smithfield, kam am Donnerstag nicht nach Hause. Sie sollte um 4:30 zu Hause sein. Des, nimm ab. Keine Antwort. Sie war eben eine Teenagerin und hatte vielleicht ihr Handy aus. Ich bekam Angst. Es wurde zum Vermisstenfall. Wir wussten nicht, was uns erwartete. Schlimme Dinge passieren überall, aber doch nicht meiner Tochter. Uns wurde klar, dass es ernst war. Was sagt sie da? Aber mit so etwas hätten wir nie gerechnet. Eine junge Frau wird vermisst, nachdem sie mit einem Fremden mitging. Per SMS rief sie um Hilfe. Das ist ihre schreckliche Entführung. Hier wurde die nackte Leiche der Vermissten entdeckt. Die Frau überlebte wie durch ein Wunder. Unschuldige Frauen werden immer häufiger Opfer von Gewalt, Entführung und Mord. Dieser Mord erschüttert tausende Frauen. Dies führte zu einer globalen Online-Bewegung von Frauen, die ihre Ängste teilen. Sie vereinen sich unter dem Hashtag TextMeWhenYouGetHome, ein Satz, der Frauen nur allzu vertraut ist. Mein Mann und ich haben 5 Kinder, einen Sohn und 4 Töchter. Desiree ist unser mittleres Kind. Ein liebenswertes Kind, das überall Anschluss fand. Sie war immer beschäftigt, setzte sich Ziele und versuchte, sie zu erreichen. Einfach beeindruckend. Sie liebte das Reiten und war bis zu 6 Tage in der Woche bei ihren Pferden. Sie war sehr beharrlich. Schon als Kleinkind war sie unglaublich unnachgiebig. Desiree gab nie auf, egal was sie tat. Auch nicht, wenn eine Aufgabe schwierig war oder ihr viel abverlangte. Sie machte weiter und gab ihr Bestes. Desiree war sehr selbstständig, stark und machte ihr eigenes Ding. Ich empfand unser Leben hier als sehr sicher. Die Menschen in unserer kleinen Stadt halten zusammen und man kümmert sich umeinander. Als Mutter wollte ich, dass meine Kinder draußen spielen können, ohne die ständige Sorge, dass jemand ihnen etwas antun könnte. Hier war das möglich. Gebt acht, passt aufeinander auf. Wir sehen uns, wenn es Zeit ist, heimzukommen. Sie war viel am Handy, wie viele Jugendliche. Sie hat Fotos vom Essen, vom Pferd und vom Auto auf Snapchat gepostet. Ich dachte mir immer, wieso postest du das? In unserem Haus gibt es einige Handyregeln. Abends im Bett keine Handys für die Kinder und so weiter. Sie stiegen morgens direkt an der Landstraße in den Bus. Jeden Morgen sollten sie mir schreiben, wenn sie im Bus saßen. Ich hatte Sorge, dass sie überfahren oder entführt werden könnten. Man weiß nie. Am 16. Februar war es kalt. Ich erinnere mich, dass der Schnee zu schmelzen begann. Es war matschig. Vereinzelt lagen noch Schnee und Eis. Absolutes Schmuddelwetter. Desiree hatte den Bus verpasst, also brachte ich sie zur Schule. Ich hatte am Abend einen Termin und es würde spät werden.
Eines unserer Pferde war verletzt. Als ich sie absetzte, erinnerte ich sie an ihre üblichen Aufgaben und dass sie sich um das Pferd kümmern sollte. Sie wusste Bescheid. So begann der Tag. Wir schrieben uns im Laufe des Tages ein paar SMS. Es stand ein langes Wochenende bevor und sie fragte, ob sie sich nach der Schule mit Freunden treffen könnte. Ich stimmte zu, dass sie ein, zwei Stunden später kommen könnte. Sie sollte um 4:30 zu Hause sein. Ich dachte noch, dass ich ja nicht ständig wissen musste, wo sie war. Sie war ein verantwortungsbewusstes Mädchen. Was konnte schon passieren? Es war 16.38 Uhr und Desiree hätte zu Hause sein sollen. Sie war immer pünktlich und kam einfach nicht. Ich habe sie angerufen, aber sie nahm nicht ab. Ich schrieb ihr, aber bekam keine Antwort. Dann schrieb ich ihrer älteren Schwester, ob sie etwas gehört hätte. Ich dachte, ihr Akku sei leer oder sie habe ihr Handy verlegt. Mein Meeting hatte noch nicht begonnen, also ging ich raus und rief sie an. Ich sprach ihr auf die Mailbox. Ich will dich nur kurz hören, was ist los? Und ich schrieb ihr Nachrichten. Keine Antwort. Keiner wusste etwas. Wir machten uns allmählich Sorgen. Ich überlegte, ob sie sich Ärger eingehandelt hatte. Hatte sie etwas getan, das sie uns nicht erzählen wollte? Sie war stets zuverlässig. Ich begann mir Sorgen zu machen und mich zu fragen, was geschehen sein konnte. Ich ging auf die Suche nach Desiree und fuhr zu Sinclair und zu McDonald's. Es ist eine kleine Stadt. Es gibt nur wenige Orte, an denen sich die Jugendlichen treffen können. Sie war an keinem dieser Orte. Freunde boten uns ihre Hilfe an. Wir riefen unzählige Leute an. Mir gingen die schlimmsten Szenarien durch den Kopf. Wurde sie entführt? Könnte sie Opfer von Menschenhändlern geworden sein? Ich habe die sozialen Medien genutzt und auf meiner Facebook-Seite gepostet, dass Desiree vermisst wird. Die Leute fragten, was los sei. Ich sagte, ich wisse es nicht. Wir könnten sie nicht finden. Also machten sich eine Menge Leute auf die Suche nach ihr. Alle ihre Freunde riefen sie an oder schrieben ihr. Ich sah einen Post ihrer Mutter bei Facebook, dass sie vermisst wurde. Zuerst dachte ich, Teenager, wahrscheinlich hängt sie gerade mit ihren Freunden ab. Ich dachte nicht, dass sie in Schwierigkeiten wäre, aber es wurde immer später. Ich wählte nicht den Notruf, sondern rief bei der Polizei im Ort an. Ich sagte, dass mein Kind nicht von der Schule nach Hause gekommen sei. Ich wusste nicht, wo sie war. Wir konnten sie nicht erreichen und ich brauchte Hilfe. Wir erhalten viele Anrufe wegen vermisster oder unpünktlicher Jugendlicher. Oft finden wir sie einfach bei Freunden. Hin und wieder geht es um Drogen- und Alkoholkonsum. Daher wäre es leicht zu glauben, dass auch dieses Mädchen bald wieder auftauchen würde. Aber in diesem Fall wusste ich, dass es untypisch für Desiree war. Wir leiteten es weiter und es wurde zum vermissten Fall. Ich wusste nicht, was los war. Das machte mir Angst. Immer wenn ich Empfang hatte, rief ich April an, um zu hören, ob sich etwas getan hatte. Ein Freund entwarf eine Vermisstenanzeige, die ich gegen 9 Uhr abends in den sozialen Medien veröffentlichte. Ein anderer Freund hatte sie auf dem Kanalweg hinter der Highschool gesehen. Der Kanalweg ist ein schmaler Pfad zwischen der Hauptstraße und der Skyview High School. Ein Beamter sah sich dort um, konnte sie aber nicht finden. Anschließend kontaktierte man Freunde und Bekannte, mit denen sie möglicherweise zusammen war.
Uns wurde erzählt, dass sie mit einem Jungen namens Coulter Peterson unterwegs war. Ich erfuhr auch, dass sich Desiree in Coulter verguckt hatte. Beamte nahmen Kontakt zu ihm und seinen Eltern auf. Er sagte ihnen, er habe nicht mit ihr gesprochen. Ein weiterer Name tauchte auf, Jason Decker. Er war mit Coulter befreundet und Desiree kannte Jason über ihn. Er gab an, sie nicht gesehen zu haben. Es gab keine brauchbaren Hinweise. Ich parkte in der Einfahrt und es standen bereits mehrere Streifenwagen dort. Ich kam durch die Tür gerannt, lief die Treppe hinab und die Beamten durchsuchten alles. Die Beamten vor Ort fanden einen Brief in Desirees Zimmer. Er stammte von einem Ex-Freund, der offenbar noch Gefühle für Desiree hatte, die sie nicht mehr erwiderte. Dieser Brief machte den Ex-Freund verdächtig. Er wurde zum Hauptverdächtigen. Schlimme Dinge passieren überall, aber nur sehr selten und nicht meiner Tochter. Bei der Suche nach Hinweisen zu ihrem Aufenthaltsort und ihren Kontakten fanden Beamte einen Brief in ihrem Zimmer. Der Brief schien eine Entschuldigung für etwas zu sein, das der Ex-Freund getan und was Desiree gekränkt hatte. Beamte fuhren zu ihm nach Hause, um ihn zu befragen. Die Leute hier kennen einander. Wir kannten also auch viele ihrer Freunde und wussten, mit wem sie zusammen war. Ich hatte niemanden in Verdacht. Ich war absolut ahnungslos. Wenn ein geliebter Mensch vermisst wird, würde man alles tun, um diesen Menschen zu finden. Und zwar auf der Stelle. Man kann aber nichts tun, außer stillsitzen und warten. Die Polizei wies uns an, zu Hause zu bleiben. Ich wurde also von dort aus aktiv. Viele Leute riefen uns an und schrieben uns, um ihre Hilfe anzubieten. Hunderte Menschen wollten helfen, was toll war. Bevor ich ins Bett ging, schaute ich in meine sozialen Medien und sah all diese Posts zu Desirees Verschwinden. Ich schrieb April sofort, um meine Hilfe anzubieten. Anfangs gab es nicht viel, was ich noch tun konnte. Ich kam gerade erst von der Arbeit nach Hause. Es war ungefähr 22.30 Uhr, als ich sah, dass dieser Facebook-Post nun als Vermisstenmeldung verschickt wurde. Ich musste an mein eigenes Kind im selben Alter denken. Ich könnte nicht schlafen, selbst wenn ich annehmen würde, dass meine Tochter nur eben gerade in einer rebellischen Phase steckte. Ich rief Desiree mehrmals an, ging aber davon aus, dass sie, wie viele Jugendliche in ihrem Alter, keine Lust hatte, ans Telefon zu gehen, um Ärger aus dem Weg zu gehen. Der Ex-Freund entschuldigte sich in dem Brief, sie gekränkt zu haben. Es schien aufrichtig. Da wir keine weiteren Rückschlüsse daraus ziehen konnten, setzten wir die Ermittlungen fort. Die Unsicherheit war so groß, weil wir absolut keine Informationen hatten. Die Strafverfolgungsbehörden beantragten Einsicht in ihre Verbindungsdaten bei ihrem Mobilfunkanbieter. Man wollte sehen, zu wem sie Kontakt gehabt hatte. Man ließ ihr Handy per GPS orten. Zuletzt war es um 16.31 Uhr aktiv, bevor das Gerät ausgeschaltet wurde. Auf der Karte zeigte das letzte Signal eine Adresse in der Nähe des Kanalwegs. Die Beamten sahen sich dort um. Ich stellte mir vor, dass sie entführt worden war, irgendwo in einem Schrank festgehalten wurde und weinte. Das war das Bild in meinem Kopf. Die Beamten kontaktierten den Hausbesitzer und die Nachbarn und sahen sich vor Ort um. Die Genauigkeit eines GPS-Signals ist unterschiedlich präzise. Das Signal ihres Handys ergab einen Umkreis von etwa einem Kilometer.
Es war eine Sackgasse. Sie war nicht dort. Wir kannten die Leute, beziehungsweise unsere Töchter kannten sich, aber sie war nicht bei ihnen gewesen. Wenn ein Handy seinen letzten Standort sendet und dann ausgeschaltet wird, ist es danach meist nicht mehr an diesem Ort aufzufinden, weil der Besitzer sich weiterbewegt hat. Ich hielt mich über Facebook auf dem Laufenden, bis ich einen Kommentar fand, wonach ihr Handy geortet worden war. Die Polizei wäre vor Ort gewesen, aber Desiree wäre nicht dort gewesen. Ich schrieb April, ich wüsste, wer den Kommentar geschrieben hatte, da die Person hier in Smithfield lebt. Sie sagte mir, ihr Handy sei dort geortet worden, aber Desiree wäre nicht da gewesen. Ich fragte sie, wo sie zuletzt gesehen wurde. Sie meinte am Kanal, also sagte ich ihr, dass ich dort suchen würde. Keine 10 Minuten später rief Christy an und fragte, was sie tun könnte. Uns wurde langsam klar, dass es ernst war. Das Erste, woran ich dachte, war ein gewaltsamer Übergriff. Das war für mich der Auslöser, aktiv zu werden und zu helfen. April schrieb mir, dass auch Sue helfen wollte. Es war mitten in der Nacht, dunkel und kalt. Mein Thermometer zeigte 2 Grad an. Ich wollte nicht einfach unvorbereitet mitten in der Nacht auf dem dunklen Grabenweg herumlaufen. Also steckte ich das Taschenmesser meines Vaters ein. Christy hatte ihren Rucksack dabei, eine Lampe, Wasser und Proviant. Sie war sehr gut vorbereitet. Wir waren zwar Erwachsene, aber dennoch Frauen und es war mitten in der Nacht. Wir wussten nicht, was uns erwarten würde. Es war dunkel, kalt und matschig. Und der Pfad war ziemlich unwegsam. Sue und ich leuchteten die Umgebung ab. Wir hofften, dass Desiree einfach ein typisches Teenagerverhalten an den Tag legte und nur Unfug trieb. Sie würde vielleicht Hausarrest bekommen. Das wäre natürlich das Beste gewesen. Aber wir hätten nie damit gerechnet, was wir dann sahen. Mein Thermometer zeigte 2 Grad an. Es war Mitternacht und sie suchten nach ihr am Kanal. Ich war so dankbar, dass all diese Menschen unterwegs waren und nach ihr suchten. Über die sozialen Medien verfolgte ich, welche Bereiche schon abgesucht worden waren. Es war unheimlich schwer für uns. Sue und ich gingen am Graben entlang Richtung Norden und leuchteten umher. Wir hielten ein paar Mal inne, schauten uns um und lauschten in die Ferne. Wir leuchteten umher und Sue sagte gerade etwas, als sie die Lampe schwenkte. Ich schwenkte die Lampe zu Christy und sie sagte, was war das? Ich sah einen Arm, der sich bewegte. Ich weiß noch, wie ich dachte, wir haben sie gefunden. So, da ist sie. Meine Güte. Ich ging mit meiner Lampe hinüber und tatsächlich, dort unten am Ufer lag sie. Sie lag auf dem Rücken. Einer ihrer Schuhe lag neben ihr. Sie wirkte absolut desorientiert. Ich erinnere mich an ihre große Gürtelschnalle, die den Lichtschein reflektierte. Mich überkam zunächst die Erleichterung, sie gefunden zu haben. Sie war bei Bewusstsein, aber kaum ansprechbar. Eine Seite ihres Gesichts war stark geschwollen. Wir wussten nicht, wie lange sie dort gelegen hatte, aber ihr Körper fühlte sich eiskalt an. Christy und ich zogen unsere Mäntel aus und wir begannen, sie einzuwickeln. Desiree stöhnte auf. Ich dachte, sie hätte sich irgendwie verletzt, aber sie war noch am Leben.
Um 0.42 Uhr rief Christy an und sagte, wir haben sie gefunden. Ich fragte, was? Wo? Sie erzählte es uns, während wir uns mit dem Telefon in der Hand die Schuhe und Jacken anzogen und zum Wagen rannten. Christy sagte, sie sei verletzt und nicht ansprechbar. Sie bat mich, mit ihr zu reden. Also sagte ich Desiree am Telefon, dass wir auf dem Weg seien. Ich habe April auf Lautsprecher geschaltet, aber Desiree... Als ich mit ihr gesprochen hatte, konnte sie nicht antworten. Sie murmelte etwas von Kopfschmerzen, aber es war sehr undeutlich. Ihr stark geschwollenes Gesicht veränderte sich allerdings schlagartig, als sie die Stimme ihrer Mutter hörte. Sie versuchte ihrer Mutter zu sagen, dass es ihr gut ging. Wir rannten den Kanalweg entlang und riefen ihren Namen. Ein Polizist war bei ihr. Ich kletterte zu ihnen hinunter und wir hoben sie gemeinsam hoch und brachten sie in den Krankenwagen. Sie sagte, dass ihr kalt war und ihr Kopf wehtat. Ich dachte, jemand hatte sie verprügelt und am Kanal liegen gelassen. Ich wollte sie einfach nur schnell ins Krankenhaus bringen. Ich bekam einen Anruf mitten in der Nacht und die Ereignisse überschlugen sich. Als ich am Fundort ankam und mich in der Dunkelheit mit der Taschenlampe umsah, konnte ich erkennen, wo sie im Graben gelegen hatte. Als ich genauer hinsah, fielen mir ihre Schuhabdrücke im Matsch des Grabens auf und dann Abdrücke eines zweiten Paar Schuhe. Ich kam automatisch zu dem Schluss, dass sie hergebracht worden sein musste. Ich konnte nicht fassen, was passiert war. Eine Krankenschwester untersuchte sie. Als sie ihre Hand von Desirees Hinterkopf nahm, hielt sie ihre blutigen Finger hoch. Es wurde sofort ein CT-Scan angeordnet. Dann sagten sie uns, wir sollten mit dem Arzt in diesen kleinen Raum kommen. Dort erklärte er uns, dass ihr in den Hinterkopf geschossen worden war. Es war schwer zu begreifen und ich dachte nur, habe ich richtig gehört? Was sagt er da? In meinem ganzen Leben hatte ich mich noch nie so leer gefühlt wie in diesem Moment. Sie sagten uns, dass Patienten mit dieser Art von Verletzungen in der Notaufnahme normalerweise nicht überleben. Und wenn sie es doch tun, ist die Lebensqualität meist sehr stark eingeschränkt. Sie wollten uns vorbereiten. Ich stand dort, sah den Hubschrauber abheben und hoffte, sie würde durchkommen. Dann ging es im Eiltempo nach Salt Lake City. Ich wurde aus dem Krankenhaus angerufen. Man hatte eine Computertomographie durchgeführt und eine Kugel im Kopf und eine kleine Eintrittswunde am Hinterkopf gefunden. Aus ermittlungstechnischer Sicht sah es danach aus, dass es kein Selbstmord, sondern ein Mordversuch war. Ich rief meinen Vater an. Ich weiß noch, wie ich es ihm erzählte und einfach weinend zusammenbrach. Wer um alles in der Welt sollte auf meine Tochter schießen? Gibt es Neues in dieser entsetzlichen Sache, Jill? Desiree Turner, eine Teenagerin aus Smithfield, kam am Donnerstag nicht nach Hause. Sie wurde schließlich schwer verletzt an einem Kanal in der Nähe der Skyview High School entdeckt. Ich begriff, sie wurde angeschossen. Wer tut so etwas?
Als wir davon erfuhren, wussten wir nicht, ob Desiree andernorts angeschossen und am Kanalweg abgelegt worden war oder ob der Schuss am Kanalweg fiel. Sie brauchte lebenserhaltende Maßnahmen und hatte Erfrierungen am Fuß und an ihren Händen. Sie mussten ihren Schädel öffnen, damit ihr Gehirn anschwellen konnte. Der Chirurg ging davon aus, dass sie den Tag nicht überleben würde. Wir hatten keine Spuren oder Verdächtige, da wir die meisten von ihnen in der Nacht zuvor schon ausgeschlossen hatten. Also erstellten wir eine Liste aller Personen, mit denen sie über Facebook Kontakt hatte. Am nächsten Morgen luden wir 47 ihrer Freunde zur Befragung vor. Wir haben etliche Hinweise, Tipps und Namen gesammelt. Zwei Namen jedoch tauchten immer wieder auf, Colter Peterson und Jason Decker. Soweit ich weiß, war Desiree mit Colter Peterson gut befreundet. Ich kannte den Namen, weil Desiree von ihm gesprochen hatte. Ich hatte auch den anderen Namen schon einmal gehört, aber wir kannten die beiden nicht. Nein. Wir fanden heraus, dass sie am Tag ihres Verschwindens mit Colter Peterson in Kontakt stand. Das war ein Indiz, denn sie hatten Colter Peterson bereits befragt. Und er hatte behauptet, seit 6 Monaten nicht mit ihr gesprochen zu haben. Ein Augenzeuge hatte zwei Männer die Straße entlang gehen sehen. Einer von ihnen trug einen bunten Rucksack. Wir konnten Überwachungsvideos sicherstellen, die zeigen, wie die beiden kurz vor 5 an jenem Tag mit einem bunten Rucksack an einem Haus vorbeigingen. Die Ermittlungen waren im vollen Gange, aber wir machten uns mehr Gedanken um Desirees Zustand. Als sie im Krankenhaus lag, kollabierte ihre Lunge. Die Ärzte wollten einen Luftröhrenschnitt machen. Ich bat sie noch etwas damit zu warten. Vielleicht kam sie wieder zu sich. Wir hatten weder ein Geständnis noch handfeste Beweise. Wir verhörten Colter also erneut. Er sei nach der Schule mit Jason zu sich gegangen, um Videospiele zu spielen. Dann seien sie zu Jason gegangen, wo sie wiederum einige Stunden Videospiele gespielt hätten. Dann gingen sie angeblich zu einem Geschäft, kauften dort Getränke und Snacks und kehrten zu Jason zurück, um weiterzuspielen. Der zeitliche Ablauf passte nicht. Es gab eine unerklärliche Lücke in dem Zeitraum, in dem Desirees Handy deaktiviert worden war. Jason leugnete jede Beteiligung. Er behauptete, Colter habe das Haus kurz verlassen, sei dann zurückgekommen und Jason wisse nicht, wo Colter gewesen war. Wir machten mit Colter weiter. Als wir vorgaben, Desiree sei tot, sackte er zusammen. Er reagierte wie jemand, der mehr wusste, als er preisgeben wollte. Schließlich gab er zu, die Waffe an ihren Hinterkopf gehalten und den Abzug gedrückt zu haben. Colter übernahm die alleinige Verantwortung. Jason Decker kam in dieser Nacht frei. Colter wurde wegen versuchten Mordes festgenommen. Er gab an, allein gehandelt zu haben, was wenig Sinn ergab. Er war in dieser Zeit mit Jason Decker zusammen gefilmt worden. Was dann folgte, war gänzlich unerwartet. Zu erfahren, dass es jemand war, mit dem sie eigentlich gerne Zeit verbracht hatte, war sowohl traurig als auch schockierend.
Wir erhielten detaillierte Telefondaten der Verdächtigen. Sie hatten dafür gesorgt, dass ihre Handys im Flugmodus waren und das GPS somit inaktiv war. Das WLAN war allerdings nicht deaktiviert. Anhand dieser Informationen konnten wir ihre Position zum Tatzeitpunkt am Kanalweg bestimmen. Sie waren zur Tatzeit also am Tatort. Im Laufe der Befragung gab er drei verschiedene Versionen der Geschichte an. In der dritten gab er zu, am Kanalweg gewesen zu sein, als Coulter den Abzug drückte. Er sagte, er habe geglaubt, dass Coulter ihn töten würde, wenn er etwas sagen würde. Er sagte, Coulter hätte Desirees Handy und Tablet zerstört und ins Wasser geworfen. Desiree hatte scheinbar nie etwas von ihrem Handy gelöscht. Denn bei einer Auswertung des Gerätes kamen mehr als 40.000 Seiten an Informationen zusammen, darunter zahlreiche Nachrichten. Desiree wollte am Tag des Vorfalls ein Taschenmesser kaufen und sprach Coulter darauf an, der ihr daraufhin eines anbot. Später stellte sich heraus, dass dies nur ein Vorwand gewesen war, um Desiree zum Kanalweg zu locken. Wir fanden eine Konversation der Jungs, im Laufe derer sie eine Art Plan geschmiedet hatten. Jason forderte ihn auf, sich zu beeilen. Coulter fragte, ob die Luft rein sei, was Jason bestätigte. Jason gab Coulter das Signal, sie zu erschießen. Langsam zeigte sich, dass Coulter leicht manipulierbar war und Jason dies ausnutzte. Coulter sagte aus, dass Jason die Patronenhülse aufbewahrt hatte. Wir fragten ihn nach dem Grund und Coulter sagte als Andenken. Sie stand in Jasons Zimmer, gut sichtbar auf dem Fensterbrett über seinem Bett. Wir beschlagnahmten die Patronenhülse und schickten sie zusammen mit der Waffe ins Labor. Die Analyse ergab, dass die Hülse höchstwahrscheinlich aus dieser Waffe stammte. Man rechnet doch nicht damit, dass Kinder einen Mord planen könnten. Aber es waren Kinder, die mit einer Waffe und in der Absicht, sie zu töten, auf sie schossen. Ich habe versucht zu begreifen, warum sie so etwas tun würden. Ich bin Desiree Turner. Als ich 14 Jahre alt war, wurde mir in den Hinterkopf geschossen. Es gibt keine Austrittswunde und die Kugel ist immer noch in meinem Hirn, ungefähr hier. Als ich aus dem Koma aufwachte, war mein Vater bei mir und sagte, alles wird gut. Du wurdest angeschossen, aber es geht dir gut. Du bist im Krankenhaus. Ich dachte, es gab vielleicht eine Schießerei in der Schule. Was war passiert? Coulter hatte den Abzug gedrückt. Ich hatte gedacht, wir wären gute Freunde gewesen. Ich war seit einem Monat im Krankenhaus. Komm, Des, zieh den Arm rüber. Zieh, los, Süße, zieh. Perfekt. Als ich erfuhr, dass sie es gewesen waren, weinte ich. Ich dachte, dass sie meine Freunde waren. Ich konnte es nicht fassen, dass sie auf mich geschossen hatten und mich töten wollten. Gib uns einen Kuss. Zwinkern? Lächeln? Ich müsste eigentlich hirntot sein. Menschen mit Kopfschuss haben eine 5%ige Überlebenschance und eine Chance von 3%, gut weiterleben zu können, so wie ich. Sie musste alles neu lernen, wie ein Baby. Sie musste lernen, ihren Kopf zu halten, zu sprechen, zu essen, zu sitzen, zu stehen, zu krabbeln, zu laufen, einfach alles. Sie war stark. Die Beharrlichkeit, mit der sie zur Welt kam, ließ sie durchhalten. Ich habe einige kognitive Probleme. Ich habe ein Implantat im Kopf. Deshalb musste ich 21 Mal operiert werden. Außerdem kann ich meinen Arm und mein Bein nicht mehr bewegen. Ich war dauernd im Krankenhaus, als hätte ich es nie verlassen.
Der Heilungsprozess ist anstrengend und sehr schmerzhaft. Was ich bis heute nicht verstehen kann, ist das Motiv. Es ergab für mich nie einen Sinn. Colter und ich waren Freunde. Ich kannte ihn seit 1-2 Jahren aus der Schule. Wir quatschten, trafen uns, wir schrieben uns über soziale Medien wie Snapchat. Colter Peterson ist etwas älter als Desiree. Sie hatten sich im Jahr zuvor über einen gemeinsamen Freund kennengelernt. Ich habe ihn gemocht. Er war ein Einzelgänger, während ich mit allen befreundet sein wollte. Ich dachte, jeder braucht Freunde und das würde auch für Colter gelten. Ich hatte wohl einfach gehofft, etwas Zeit mit ihm verbringen zu können. Ein oder zwei Stunden nach der Schule gingen wir zum Kanal, dem üblichen Treffpunkt für Jugendliche. Ich dachte mir nichts dabei. Wir hingen zu zweit ab, bis Jason auftauchte. Ich fragte mich, warum, und dachte, dass Colter wohl nicht mit mir allein sein wollte. Sie haben mir ein Messer gezeigt. Wir leben auf dem Land. Das ist hier nichts Ungewöhnliches. Dann schaute ich auf mein Handy, weil ich bald zu Hause sein sollte. Ich drehte mich um und wollte gehen. Da behaupteten sie, sie hätten einen Ring verloren und ich meinte, ich hätte noch etwas Zeit und würde bei der Suche helfen. Dann schossen sie auf mich. Ich erinnere mich, wie ich auf dem Boden aufgeschlagen bin und starke Kopfschmerzen hatte. Sie stahlen ihren Rucksack und ihr Geld. Sie gingen in einen Laden und kauften Limo und Süßigkeiten von ihrem Geld. Ich erinnere mich nicht an die 8 Stunden, die ich dort am Kanal lag. Aber seitdem habe ich Albträume und Flashbacks davon, wie ich kriechend versuchte, irgendwoher Hilfe zu bekommen. Ich erinnere mich, wie einsam ich mich fühlte. Wie viele Jugendliche kommunizierte Desiree mit diesem Jungen über Snapchat. Offenbar war Colter von diesen Nachrichten genervt und erwähnte dies, während er mit Jason Videospiele spielte. Er war genervt von ihren Nachrichten und wusste nicht, was er tun sollte. Sie war angeblich nervig und penetrant. Sie mochte ihn sehr, er sie aber nicht. Soweit ich weiß, sagte Jason so etwas wie, wir sollten sie loswerden. Am schlimmsten, und es trifft mich heute noch, war die Begründung, dass ich nervig sei. Ich war damals 14 Jahre alt. Die Schlagzeile, nerviges Mädchen wurde in den Kopf geschossen, traf mich zutiefst. Ich dachte wirklich, ich sei nervig. Warum sollte jemand mit mir befreundet sein wollen? Das tat weh. Es tut es immer noch. Ich glaube, dass Colter nur Mittel zum Zweck war. Jason war der Drahtzieher. Colter war derjenige, der den Abzug gedrückt hat. Aber ich habe das Gefühl, dass er von Jason manipuliert wurde. Als wir die Snapchat-Konten von Colter und Jason durchsuchten, fanden wir allerlei verstörendes Material. Wir bekamen einen Einblick in die Welt der beiden. Wir stellten die Konsolen der beiden sicher und riefen ihre gesamte Spielhistorie auf. Wir stellten fest, dass sie praktisch ununterbrochen gewalttätige Videospiele gespielt hatten. Sie hatten sich offenbar so desensibilisiert, dass ihnen ein Menschenleben nicht viel bedeutete. Es ist aber kein Videospiel. Genau. Sondern das echte Leben. Es fiel mir sehr schwer, den Tätern gegenüberzustehen und zu sehen, wie reuelos sie waren. Sie weinten zwar, weil sie die Konsequenzen bedauerten.
Was sie mir angetan haben, tat ihnen aber nicht leid. Besonders Jason sah mir direkt in die Augen und ich konnte keinerlei Reue in seinem Blick erkennen. Die Familien der beiden taten mir leid. Ich wusste, dass sie ebenso betroffen waren wie ich selbst. Am Ende gab es keinen Gewinner. Ich denke, die Lektion, die man daraus lernen kann, ist, immer Bescheid zu geben, wo man sich gerade aufhält. Besonders als Frau weiß man nie, was passieren kann. Daher ist Sicherheit das Wichtigste. Sicherheit und Kommunikation. Ich liebe Blumen. Ich züchte Blumen und spende sie. Ich sag immer, schau dir diese Rose an, sie ist wunderschön. Und dann sieh dir diese wunderschöne Sonnenblume an. Sie sind einander nicht ähnlich, aber dennoch auf ihre Weise schön. Nun sieh dich selbst an und deinen Nachbarn. Ihr seht euch nicht ähnlich, aber ihr seid beide schön. Desiree ist eine Inspiration. Sie will glücklich sein und anderen helfen. Eine erstaunliche junge Frau. Ich habe gelernt, dass es viel Gutes auf der Welt gibt. Es gibt auch Schlechtes, aber viel mehr Gutes. Nikki Kuhnhausen wird seit Anfang Juni vermisst. Sie antwortete nicht und hatte auch meine erste Nachricht nicht gelesen. Das war nicht normal. Ich wusste, dass irgendwas nicht stimmte. Ich wollte nicht gleich das Schlimmste annehmen. Ich dachte, man hält sie gegen ihren Willen fest oder Schlimmeres. Gegenüber jungen transsexuellen Frauen gibt es häufig Gewalt. Er wollte es wohl zu Ende bringen. Es gab Geheimnisse. Die Ermittler hatten allerdings wichtige Informationen in der Hinterhand. Die Welt ist schrecklich und Menschen sind grausam. Auf so etwas ist man nie vorbereitet. Eine junge Frau wird vermisst, nachdem sie mit einem Fremden mitging. Per SMS rief sie um Hilfe. Das ist ihre schreckliche Entführung. Hier wurde die nackte Leiche der Vermissten entdeckt. Die Frau überlebte wie durch ein Wunder. Unschuldige Frauen werden immer häufiger Opfer von Gewalt, Entführung und Mord. Dieser Mord erschüttert tausende Frauen. Dies führte zu einer globalen Online-Bewegung von Frauen, die ihre Ängste teilen. Sie vereinen sich unter dem Hashtag #TextMeWhenYouGetHome, ein Satz, der Frauen nur allzu vertraut ist. Alle mochten Nikki. Es war schwer, sie nicht zu mögen. Sie war uns allen gegenüber angriffslustig, aber liebevoll. Sie war liebenswert und kümmerte sich um alle. Sie hatte Temperament und wollte einfach ihren Spaß haben. Sie verbrachte viel Zeit mit sozialen Medien. Sie tanzte gerne. Sie war eine ganz normale 17-Jährige. Sie liebte Make-up und wollte Maskenbildnerin für Nicki Minaj werden. Sie schminkte alle ihre Freundinnen und machte ihnen die Haare. Sie war loyal und witzig. Eine Friedensstifterin, die Licht in die Welt brachte. Ich lernte Nikki in der 4. Klasse kennen. Sie war meine Nachbarin. Sie war mein erster Freund und erster Kuss. Und danach wurden wir beste Freunde. Ich wusste, dass Nikki anders war. Ich habe sie entsprechend unterstützt und sie wurde zu Nikki. Schon als Kleinkind war sie Nikki, N-I-C-K-Y. In der Schule wurde daraus N-I-K-K-I. Und sie wurde vollständig zu Nikki.
Es begann alles, als Nicki Minaj berühmt wurde. Damals hat sie sich geoutet und gesagt, ich bin ein Mädchen. Wir alle wussten es von klein auf. Sie trug High Heels und hielt sich nie zurück. Sie trug Kleider, hatte lange Haare und schminkte sich. Aber erst als Nicki Minaj berühmt wurde, entschloss sie sich, sich Nicki zu nennen und stand voll dahinter. Die Welt ist grausam und jeder kennt fiese Menschen. Aber sie war dennoch einfach die Person, die sie sein wollte. Ich habe lange gebraucht, um es zu akzeptieren und zu sagen, okay, du bist meine Schwester und nicht mein Bruder. Als sie sich mir öffnete und weinte, da fühlte ich es. In der Highschool gab es ein anderes transsexuelles Mädchen. Sie weinte und Nicki fand heraus, warum. Dann fand sie den Typen, der ihre Gefühle verletzt hatte und verteidigte das Mädchen. Das machte Nicki aus. Sie setzte sich stets für die Außenseite ein. Transfrauen sind weltweit stärker gefährdet als andere Personengruppen. Es gibt nach wie vor viele Vorurteile in unserer Gesellschaft darüber, was Transgender bedeutet. Es ist eben so, wenn sich eine Jugendliche als Transfrau outet, steigt das Risiko, dass Menschen sie ausnutzen oder ihr Gewalt antun. Sie postete gern Beiträge, die anderen Mädchen Mut machten. Ich fand das großartig. Sie wollte berühmt werden und wollte von den Leuten wiedererkannt werden. Nicki hatte viele Fans. Ich weiß noch, wie sie sagte, sie sei berühmt auf Facebook. Sie zeigte mir ihre Followerzahl. Ich weiß nicht, wie viele es waren. Zu viele. Sie liebte TikTok. Sie war frech und die Leute fühlten sich zu ihr hingezogen. In den Videos war sie einfach sie selbst und hatte Spaß. Aber manchmal hatte ich das Gefühl, dass es auch Fassade war. Sie wollte sich als glückliches Mädchen präsentieren, obwohl sie innerlich zerrissen war. Es war ihre Art, solche Dinge manchmal auszublenden. Nickis Kindheit und Jugend war nicht leicht. Der Bruder berichtete, dass sie bei verschiedenen Pflegeeltern lebten. Der Vater war mehrfach inhaftiert, die Mutter kämpfte mit Suchtproblemen und die Kinder mussten früh erwachsen werden. Während meiner Sucht hielt ich keinen Kontakt zu meiner Familie. Sie meldeten sich zwar, aber ich wollte in diesem Zustand nicht mit ihnen reden. Nicki war die beharrlichste von allen. Sie hörte nicht auf. Wenn ich nicht reagierte, hat sie mich bombardiert, bis ich mein Handy ausschalten musste. Solche lustigen, nervigen Geschichten. Nicki schrieb einem ständig. Wenn man nicht antwortete, rief sie an oder schrieb noch einmal. Per Snapchat oder Facebook oder SMS. Wir haben jeden Tag miteinander geredet. Sie schrieb ununterbrochen und hörte nie auf. Ich rief sie irgendwann einfach an, weil ich es nicht mehr ertragen konnte. Meistens waren es Jungs, die ihr das Herz brachen oder sie mies behandelten. Wir hatten eine besondere Beziehung und enge Freundschaft. Es gab eine starke Verbindung zwischen uns. Als ich ins Gefängnis ging, sagte sie, ich werde für dich da sein, wenn du rauskommst. Ich liebe dich und es wird mir gut gehen. Am Abend des 5. Juni 2019 schrieben wir um kurz nach 8:30. Wir sagten gute Nacht und ich schrieb ihr, dass ich mich morgens wieder melden würde. Am nächsten Morgen um 11 Uhr rief ich sie an und sie ging nicht ran, was ich etwas seltsam fand. Vielleicht schlief sie aus. Ich wusste nicht, wo sie war. Ich dachte, sie würde noch schlafen. Ich wollte nicht gleich das Schlimmste annehmen. Ich sprach in den Pausen und vor der Arbeit immer mit ihr. Sie beruhigte mich, löste meine Ängste auf und ich war in der Lage, meine Aufgaben zu erfüllen, nachdem ich mit ihr gesprochen hatte.
Es war 2 Uhr und sie antwortete nicht und hatte auch meine erste Nachricht nicht gelesen. Ich fragte mich, was los war. Das war nicht normal. Nikki war ein Freigeist, hatte aber ihre Grenzen. Eine dieser Grenzen war ihre Loyalität zu mir. In unserer Beziehung kümmerte sie sich meistens mehr um mich, als ich mich um sie. So war es eben bei uns. Ich rief meine Mutter aus dem Gefängnis an, um zu hören, wie es ihr ging. Sie erzählte mir, dass sie Nikki nicht erreichen konnte, wo sie andauernd schrieben. Im Grunde standen sie andauernd in Kontakt, den ganzen Tag lang. Sie war bekannt dafür, jeden Tag ein neues Selfie online zu stellen. Doch es gab keine Aktivität an dem Tag. Überhaupt keine. Ich sagte meiner Mutter, dass sie sich keine Sorgen machen soll, dass sie vermutlich nur Zeit für sich brauchte. Wahrscheinlich hatte sie etwas erlebt und wollte niemanden sehen. Aber ich hatte ein Gefühl. Ich wusste, dass irgendwas nicht stimmte. Ich schrieb Nikki, melde dich mal. Es kam nie eine Antwort. Nikki ist weg. Ruf die Polizei. Sie wussten, was los war. Alle Spuren schienen ins Leere zu laufen. Die Leute hatten Hoffnung. Was ist auf dem Weg passiert? Ich dachte, man hält sie gegen ihren Willen fest. Jessie Lane, die viel mit Nikki zusammen war, schrieb mir, Nikki ist weg. Ruf die Polizei. Nikki's gone, call the police. Ich dachte, man hält sie gegen ihren Willen fest oder Schlimmeres. Meine Gedanken waren mal gut, mal schlecht. Ich hoffte, dass sie vielleicht mit einer Freundin im Urlaub am Strand war und ihr Handy ausgeschaltet hatte. Ich persönlich dachte, dass sie entführt wurde. Ich wusste nicht, von wem oder wie, aber das war mein Gedanke. Zuerst hatte ich die Mädels im Verdacht, bei denen sie wohnte. Ich schrieb ihnen, aber sie antworteten nie. Sie wussten, was los war, aber sprachen mit niemandem. Der Verdacht fiel auf sie, weil sie nicht reden wollten. Ich wusste, es gab Geheimnisse. Ich erwartete nicht sofort etwas Übles. Nach ein paar Wochen habe ich angefangen, die Sache mehr und mehr zu hinterfragen. Zuerst nahm keiner es ernst. Es wirkte fast, als wollte man es so aussehen lassen, als hätte sie sich verirrt oder wäre aus freien Stücken unterwegs. Ich wusste, dass das nicht stimmte. Vancouver in Washington ist eine Stadt nur wenige Minuten von Portland entfernt. Keine Großstadt wie Portland, aber eine Stadt mittlerer Größe. In der Region sprach sich schnell herum, dass eine junge transsexuelle Jugendliche vermisst wurde. Lokal wurde sehr ausführlich über Nikkis Verschwinden berichtet. Vermisste Jugendliche aus Vancouver befindet sich wahrscheinlich in Gefahr. Ich dachte, je mehr Medienpräsenz, desto größer die Chance, sie zu finden. Während der Suche saß ich im Gefängnis. Ich rief also ständig meine Familie an und sie erzählten mir, wo sie gerade überall Flugblätter aufhängten. Aber es gab weiterhin keine Spur. Während Nikki vermisst wurde, konnte man kaum irgendwo hingehen, ohne die Aushänge zu sehen. Sie waren überall in Vancouver, in jedem Starbucks, in jedem Supermarkt. Nahezu überall, wo man hinkam, sah man Fotos von der vermissten transsexuellen Jugendlichen Nikki. Die Menschen machten um ihr Verschwinden eine riesige Welle.
Es gab Hinweise von Leuten, die Nikki etwa beim Einkaufen gesehen haben wollten. Ein Inhaftierter aus Oregon gab an, mit ihr unterwegs gewesen zu sein, was Unsinn war. Sämtliche Spuren schienen ins Leere zu laufen, so wie die Hinweise, die bei den Behörden eingingen. Ich wusste, dass etwas nicht stimmte. Sie hätte sich sicher bei mir gemeldet, wenn sie gekonnt hätte. Ich nahm die Bibel mit ins Bett und das Sweatshirt, das sie mir beim letzten Besuch mitgegeben hatte. Ich habe gebetet, weil ich wusste, dass etwas passiert war. Ich hatte das Gefühl, dass etwas Schlimmes passiert war. Es war der Instinkt eines älteren Bruders, der spürte, dass ihr etwas zugestoßen war. Ich habe ihr oft beschrieben. Ich wollte nicht denken, dass ihr jemand etwas angetan haben könnte. Ich verlor den Verstand. Ich musste in eine Nervenklinik. Manchmal rief ich meine Mutter an und merkte, wie schwer es für sie war. Sie traf es am härtesten. Nikkis Verschwinden war für Lisa eine Katastrophe. Die Tochter, die ihr so nahe stand, war fort und es fiel ihr schwer, den Alltag zu bewältigen. Die Polizei fand heraus, dass Nikki sich auf dem Handy ihrer Mitbewohnerin bei Snapchat eingeloggt und mit einem 25-Jährigen namens David Bogdanov gechattet hatte. David Bogdanov war der letzte bekannte Kontakt von Nikki. Und die Polizei wollte mit ihm reden. Die Ermittler schickten ihm Nachrichten. Sie hatten keine andere Möglichkeit, mit ihm in Kontakt zu treten, außer über Snapchat. Sie wurde schon einmal angeschossen. Mein Gedanke war, er wollte es wohl zu Ende bringen. Viele Leute glaubten, dass Nikki etwas Schreckliches zugestoßen war. Dennoch, die Leute hatten Hoffnung. Vielleicht würde sie zurückkommen, von wo auch immer sie war. Vielleicht wurde sie gegen ihren Willen festgehalten und würde bald zu ihren Liebsten heimkehren. Ich hatte Hoffnung. Auf der Highschool geriet Nikki in eine heikle Szene. Ein Polizist erreichte mich bei der Arbeit. Er sagte, auf ihre Tochter wurde 6-mal geschossen. Sie müssen ins Krankenhaus kommen. Es war eine lange Fahrt. Ein Schuss ging durch ihren Hals, einer durch ihren Daumen, zwei in ihr Bein, einer in ihre Wade, einer in ihren Bauch. Es war ein Wunder. Ich betrat das Zimmer, ohne zu wissen, was mich erwarten würde. Sie war munter und ihr Make-up war perfekt. Ihre Freunde waren da und brachten ihr Blumen mit. Sie machten Kränze daraus und Selfies damit. Nikki überlebte die Schüsse. Sie erkannte, mit welcher Sorte Mensch sie sich umgeben hatte. Ich habe viel darüber nachgedacht, wer ihr etwas angetan haben könnte. Die einzige Person, die mir einfiel, war die, die ihr schon mal Ähnliches angetan hatte. Wissen Sie, vielleicht kreuzen sich ihre Wege erneut.
David erzählte, dass er Nikki um 2 oder 3 Uhr morgens allein unterwegs gesehen habe. Er habe angehalten, weil er ein anständiger Kerl sei. Ich habe ihr meine Jacke angeboten, weil es draußen so kalt war. Er gab zu, sich mit Nikki eine Flasche Wodka geteilt zu haben, während sie sich unterhielten. Sie habe die Flasche danach mitgenommen. Ich habe ihr meinen Snapchat-Namen gegeben, da ich mich später mit ihr austauschen wollte. Sie hatte kein Handy dabei. Angeblich trennten sich ihre Wege. Sie kehrte heim und hatte vor, sich später am Tag mit ihm zu treffen. Hätte sie mir erzählt, dass sie sich mit jemandem von Snapchat trifft, hätte ich ihr definitiv gesagt, sie soll mir schreiben, wenn sie zu Hause ist. Man weiß ja nie, mit Fremden mitzufahren kann unheimlich sein. Gegen 5 oder 6 Uhr morgens soll sie sich wieder zu ihm auf den Weg gemacht haben. Ihre Mitbewohner wollten Nikki überreden, zu bleiben und nicht auszugehen, weil es noch so früh war. David sagte aus, dass er Nikki bei ihrem zweiten Treffen abholte, sie zusammen in seinen Wagen stiegen, losfuhren und parkten. Ich habe in der Einfahrt geparkt und ein wenig mit ihr geplaudert. Und dann sagte sie mir, dass sie keine Frau ist. David sagte, dass er Nikki bat zu gehen. Daraufhin sei sie ausgestiegen und gegangen. Dort habe er sie zum letzten Mal gesehen. Es waren die längsten 6 Monate, die ich je erlebt habe. Ich musste permanent an sie denken. Die lokalen Medien brachten eine Art monatlichen Bericht zu ihrem Fall. Seit Anfang Juni fehlt von Nikki Kuhnhausen jede Spur. Für sachdienliche Hinweise ist eine Belohnung von $2.500 ausgesetzt. Ich rief Nikki nie aus dem Gefängnis an. Ich hatte Angst, dass sie nicht abnahm und mein Bauchgefühl dadurch wahr werden würde. Es war hart für mich. Der 7. Dezember war ein typisch trüber Tag im Nordwesten der USA. Bei regnerischem Wetter war ein Bärengrassammler auf dem Lark Mountain unterwegs. Er ging eine steile, matschige und etwa 10 Meter tiefe Böschung hinab. Dort wollte er Bärengras pflücken. Da sah er aus dem Augenwinkel etwas Seltsames. Er näherte sich und erkannte einen Schädel, einen menschlichen Schädel. Die Ermittler förderten Erschütterndes zutage. Einen Oberschenkel und einen Hüftknochen. Und noch mehr menschliche Knochen, die wohl von Tieren am Hang verteilt worden waren. Unten an der Böschung fanden die Ermittler unter anderem eine hellgrüne Windjacke, mehrere Ringe, ein Tuch und eine Uhr. Der wohl schaurigste Fund war allerdings ein schwarzes Handyladekabel. Es war in einer Schlinge mit einem Durchmesser von etwa 10 cm verknotet, etwa einem Hals entsprechend. Da war noch ein Knoten in dem Ladekabel. In dem sehr straff gebundenen Knoten hingen Strähnen einer kunterbunten Haarverlängerung. Die Behörden bargen die menschlichen Überreste und prüften alle offenen Vermisstenfälle. Es gab mehrere offene Vermisstenfälle in der Region. Es war jedoch wahrscheinlich, dass es sich bei der Leiche um Nikki handelte. Deshalb schaute man sich ihre letzten Bilder in den sozialen Medien an. Relativ schnell konnte man die Fundstücke als Kleidung wiedererkennen, in der sie online zu sehen war. Die Ringe und der Schmuck zum Beispiel wurden mit Nikkis Fotos in den sozialen Medien abgeglichen. Das verschaffte den Ermittlern eine eindeutige Spur, die mit hoher Wahrscheinlichkeit auf Nikki Kuhnhausen schließen ließ. Man hielt sie für die Person, um die es sich bei der Leiche handeln musste, was später durch eine DNA-Analyse und zahnärztliche Befunde bestätigt wurde.
Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass Nikki stranguliert wurde. Sie wurde mit dem schwarzen Ladekabel erwürgt. Das war die Todesursache. Die Ermittler wussten nun, dass es Mord war. Eine grausame Art zu sterben. Ein Beamter kam zu mir und sagte, dass man sie gefunden habe. Ich fiel auf die Knie und brach zusammen. Ich kam vom Abendessen zurück und fragte eine Beamtin, ob ich einen Notfallanruf machen könnte. Ich hatte da ein Gefühl. Sie fragte mich nach meinem Namen und mein Vater hatte wohl im Gefängnis angerufen, damit man mir Bescheid geben konnte. Sie sagte, ich muss im Büro sprechen. Dort erzählte sie mir dann, was passiert war. Ich erfuhr, dass sie Nikki gefunden hatten, weil Lisa mich anrief. Sie sagte mir, dass es ihre Überreste waren. Sie war so traurig und es fiel ihr schwer. Ich rief sofort unsere Freundin Ariel an. Sie kam rüber und meine Mutter nahm uns in den Arm. Mehr konnten wir nicht tun. Es war überwältigend. Ich hatte es versucht, aber auf so etwas ist man nie vorbereitet. Man kann sein Bestes geben, aber es hilft nicht. Ich war einfach außer mir und so wütend. Ich war untröstlich, wenn ich an die Gemeinschaft der queeren und transsexuellen Jugendlichen in Vancouver dachte. Man vergisst leicht, wie tödlich die Welt für transsexuelle Menschen sein kann. Der Gesellschaft als Ganzes hat es die Tatsache vor Augen geführt, dass es für uns nicht immer sicher ist, als unser wahres Selbst zu leben, dort, wo wir aktuell leben. Insbesondere die LGBTQ-Gruppen in Vancouver begannen sich zu regen und bekundeten ihre Anteilnahme und Trauer. Später gab es einen Gedenkgottesdienst für Nikki. Viele hundert Menschen waren dort. Es gab ein Gefühl der Einheit angesichts dieser schrecklichen Tragödie, bei der eine junge Frau ermordet wurde. Es brachte die Menschen zusammen und war eine Möglichkeit, um Nikki und die LGBTQ-Plus-Gemeinschaft zu ehren. Als transsexuelle Person ist einem bewusst, dass es nicht immer sicher ist, man selbst zu sein. Als Nikkis Leiche gefunden wurde, herrschte eine Weile Angst und Sorge, weil man sich fragte, wird so etwas wieder passieren? War es ein Einzelfall oder erst der Anfang? Transsexuelle Jugendliche sind einem höheren Risiko von Gewalt und Übergriffen ausgesetzt als andere Jugendliche. Leider werden viele dieser Fälle nie aufgeklärt. Transsexuelle werden häufiger Opfer von gewalttätigen Angriffen, oft aus Hass und äußerst brutal. Ich denke, dass Außenstehende nicht begreifen, was Transsexualität ist und warum sie so oft aus purem Hass Opfer von Gewaltverbrechen werden. Die Welt ist schrecklich und Menschen sind grausam. Ich wollte wissen, wer das war. Kaum waren Nikkis Überreste identifiziert, suchten die Ermittler David Bogdanov auf. Sie brachten ihn zum Verhör. David sagte dasselbe wie bei seiner Befragung im Oktober. Er habe Nikki abgeholt, sie sei mit ihm im Wagen gewesen, habe sich geoutet. Er habe sie gebeten zu gehen, was sie tat. Die Ermittler hatten allerdings wichtige Informationen in der Hinterhand. Bei unserem letzten Gespräch hatte ich noch keine Telefondaten von Ihnen. Mittlerweile gibt es allerdings eine erste Analyse. Sie haben Ihr Handy liegen lassen und sind nach Osten zum Lark Mountain gefahren. Sie offenbarten David, dass seine Mobilfunkdaten bewiesen, dass sein Handy genau in dem Gebiet gewesen war, in dem man auch Nikkis Überreste fand. Was ist auf dem Weg passiert? Ich möchte einen Anwalt. In Ordnung.
Sie werden heute für den Mord an Nikki Kuhnhausen verhaftet, deren Leichnam gefunden wurde. Sie wurde erdrosselt. Das erste Mal, dass ich von dem Mann hörte, mit dem Nikki sich getroffen hatte, war etwa 2 Wochen, nachdem man ihre Leiche fand. Ich wusste nicht, wer er war. Ich kannte nicht mal seinen Namen. Als man Nikkis Überreste fand und nach David Bogdanovs Verhaftung, wurde klar, dass es sich wahrscheinlich um einen transfeindlichen Mord handelte. Sie also getötet wurde, weil sie trans war. Ich glaube, er hatte viele Geheimnisse. Ich wusste, dass er lügt. Hätte er sie aussteigen lassen, hätte sie meine Mutter angerufen. Die Justice for Nikki Task Force entstand, als David Bogdanov verhaftet wurde. Sie sollte Aufmerksamkeit für Nikkis Ermordung generieren. Wir drängten darauf, dass böswillige Belästigung der Anklage hinzugefügt werden sollte, was im Staat Washington als Hassverbrechen gilt. Er wurde wegen Totschlags angeklagt. Kurz darauf kam die Anklage der böswilligen Belästigung hinzu. Die Angehörigen von Nikki Kuhnhausen kommen der Gerechtigkeit einen Schritt näher. Der 27-jährige David Bogdanov wurde des Mordes an der Jugendlichen angeklagt. Ich musste stark sein für Nikki. Nach jeder Sitzung brach ich zusammen. Das Schwerste, was ich je erlebt habe. Nikkis Freunde und Familie waren im Gerichtssaal. Das verstärkte das Gefühl, dass es darum ging, Gerechtigkeit für Nikki zu erlangen. David Bogdanov wirkte selbstgefällig. Er wirkte, zumindest aus meiner Sicht, nicht so, als ob er sich schuldig fühlte oder traurig war. Ich habe ihm in die Augen geschaut. Er hat uns nie angesehen. Er gab zu, dass er Nikki nicht bat, auszusteigen und sie unbehelligt ging. Er erklärte, dass es zu sexuellen Handlungen gekommen war. Währenddessen erfuhr er, dass Nikki männliche Genitalien hatte und er die Situation beenden wollte. Ich stieß sie zurück und flippte dann aus. Du hast mir nicht gesagt, dass du ein Kerl bist. Dann begannen er und sie zu ringen. David erklärte, dass Nikki plötzlich nach seiner Waffe griff, die er vorn im Wagen aufbewahrte. David schilderte vor Gericht, dass er sich in Lebensgefahr wähnte. Das war eine völlig neue Darstellung. Ich dachte währenddessen, oh mein Gott, ich werde gleich erschossen. Er habe nach dem Nächsten gegriffen, was er finden konnte. Ein Handyladekabel vorn zwischen den Sitzen. Er sah keine andere Möglichkeit, als Nikki mit dem Kabel um die Schultern festzuhalten. Ich griff nach dem Kabel, legte es um sie und zog es nach hinten. Ich hielt sie fest und hinderte sie daran, nach der Waffe zu greifen. Als man ihn fragte, wie die Schlinge um ihren Hals gerutscht sei, war seine einzige Erklärung dafür, dass es im Handgemenge passiert sei. Die Staatsanwaltschaft wusste, dass das nicht stimmen konnte, denn im Kabel, das um ihren Hals lag, war ein fester Knoten. Vor Gericht musste ich mit anhören, wie David über Nikki log und keine Reue zeigte. Das war schlimm. Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Vielleicht, dass es ihm ein wenig leid tat. Aber das tat es nicht. Ich denke, der Auslöser für die Tat war, dass er herausfand, dass sie transsexuell war. Für mich sah es nach Panik vor Transsexuellen aus, die in einer Verteidigung dieser Angst ausartete.
Für die Strategie der Trans-Panik-Verteidigung hätte ein psychologischer Fachmann aussagen müssen. Er hätte erklären müssen, dass der Angeklagte, als er entdeckt hatte, dass das Opfer transsexuell war, in einen Zustand geraten ist, in dem er nicht mehr wusste, was er tat. Oder was richtig und falsch ist. Das ist eine unglaublich hohe Hürde. Als David im Oktober zum ersten Mal von der Polizei befragt wurde, stritt er ab zu wissen, was mit Nikki passiert war. Aber er sagte etwas, das den Ermittlern in Bezug auf ein mögliches Motiv wirklich auffiel. Für mich ist es schon befremdlich, wenn ich schwule, bi- oder transsexuelle Menschen um mich habe. Ich war angewidert und bat sie zu verschwinden. Er benutzte die Worte befremdlich und angewidert. Für die Ermittler war das ein Hinweis auf ein Motiv. Die Tat könnte gegen Nikkis Transsexualität gerichtet gewesen sein, ein Hassverbrechen. Ich habe gelernt, dass es Sünde und nicht in Ordnung ist. Ich war wütend, verletzt und am Boden zerstört. Ich bin kein Mensch, der Hass projiziert, aber ich habe ihn gehasst. Bei seiner Aussage sah man keine Reue. Er weinte nur, als er darüber sprach, wie er sich fühlte, weil er mit jemandem mit Penissex gehabt hatte. Der Mord an einer Jugendlichen hat ihn nicht berührt. Er wurde emotional, weil es ihm peinlich war, was seine Familie denken könnte. Zuerst dachte ich, ich sollte die Polizei rufen. Dann aber dachte ich, dass man mir nicht glauben würde. Ich war die ganze Nacht wach, nicht nüchtern, und eine Leiche lag auf dem Rücksitz. In dem Moment dachte ich, ich müsste sie loswerden. Er beseitigte so viele Beweise wie möglich und floh aus der Gegend. Er entpuppte sich als hasserfülltes Monster, das mein Kind getötet hat. Nachdem er Nikkis Leiche im Wald entsorgt hatte, nahm David noch am selben Tag einen Flug von Portland in die Ukraine. Das spricht für ein schlechtes Gewissen und nicht für Notwehr. David wollte möglichst schnell von der Bildfläche verschwinden. Die Geschworenen berieten sich 2,5 Tage lang. Scheinbar waren sie sich nicht gleich einig. Daher war das Urteil bei der Verkündung noch ungewiss. Wir hielten uns alle an den Händen und hofften auf einen Schuldspruch in beiden Anklagepunkten. Die Justice for Nikki Force war für mich da. Ich hatte viel Unterstützung. Die pinken Masken waren für Nikki. Als die Geschworenen zu einem Urteil gekommen waren, kamen wir in den Saal. Und der Richter sagte: Wir, die Geschworenen, befinden den Angeklagten des Verbrechens des Totschlags im Sinne des ersten Anklagepunktes für schuldig. Anklagepunkt 2, wir, die Geschworenen, befinden den Angeklagten des Verbrechens der arglistigen Nötigung für schuldig. Ich war erleichtert über das Urteil. David Bogdanov wurde zu 19,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Es war herzergreifend, als der Richter das Urteil verkündete. Das Gericht kann sich kaum eine grausamere Art der Tötung eines anderen Menschen vorstellen als die Strangulation. Der Richter wurde sehr emotional, als er darüber sprach, dass ein 17-jähriges Mädchen niemals zu ihrer Familie zurückkehren wird. Ich sage Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wenn ich jemanden umgebracht hätte, hätte ich sicherlich lebenslänglich ohne Bewährung bekommen. Ich fand es nicht fair meiner Familie gegenüber. Ich fand es nicht gerecht, dass er dafür nur knapp 20 Jahre bekam. Das machte mich wütend. Im Staat Washington richtet sich das Strafmaß nach den Vorstrafen. Er hatte keine, weshalb er keine lebenslange Haftstrafe bekam. Das fand ich sehr frustrierend. Da böswillige Belästigung in Washington ein geringes Verbrechen ist, erhöhte sich sein Strafmaß nicht wesentlich. Ich wünschte, er hätte lebenslänglich bekommen. Er hat einem jungen Menschen auf bösartige Art die Zukunft genommen und uns diesen Menschen.
Ein Teil von Nickys Vermächtnis wird darin bestehen, dass nach diesem tragischen Ereignis ein sinnvolles Gesetz verabschiedet wurde. Es macht die Panikverteidigung gegen Homo- und Transsexuelle endlich unzulässig in Washington. Die Verabschiedung des Nicky-Kuhnhausen-Gesetzes hatte keine Auswirkungen auf unseren Fall, denn wir konnten nur nach den Gesetzen vorgehen, die zum Tatzeitpunkt in Kraft waren. Wenn Transfrauen ermordet werden, kommt es häufig zu keiner Anzeige. Und selbst wenn es zur Anzeige gebracht wird, landet es oft nicht vor einem Geschworenengericht. Das neue Gesetz gab der Transgemeinschaft Hoffnung, dass sich die Zeiten vielleicht ändern und wir als vollwertige Menschen angesehen werden, die es wert sind, verteidigt zu werden. Schreib mir, wenn du zu Hause bist. Das ist wichtig für die Sicherheit von Frauen. Ich kenne keine Frau, die auf ein Date geht und sich nicht vergewissert, dass jemand weiß, wo sie ist oder mit wem sie zusammen ist. Man schickt einen Standort vom Restaurant oder ähnliches. Es ist wichtig, mit den Liebsten in Kontakt zu bleiben und im Internet besonders vorsichtig zu sein. Ich würde Nikki gerne schreiben können, dass ich sie lieb habe. Meine Schwester soll als eine Person mit einer starken Persönlichkeit in Erinnerung bleiben, die sich wirklich um jeden kümmerte. Egal wer es war. Sie sollte als strahlender Sonnenschein in Erinnerung bleiben. Sie war ein wahrer Segen für jeden, der ihr begegnete. Sei du selbst. Es ist okay, anders zu sein.